Hier spricht Ostra und in der letzten Folge hast du etwas Wunderbares gesehen, nämlich die Liebe zwischen virtuellem Schnipse und Ostra. Und wie war es? Es war natürlich fantastisch. Für mich auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber das ist nun aus dem Channel geworden. Und wir machen jetzt noch die allerletzte Folge. So, die letzte Folge hier mit Honey Poop. Und ich denke mal, dann haben wir das auch sicherlich. Das haben wir alle schon gefragt, wie dem auch ist. Wir gehen mal ein bisschen rum. Wir brauchen auf jeden Fall noch Punkte. Wir gehen nochmal nach Kiana. Wer dann mehr vom Game sehen will, kann sicherlich das Internet zu Rate ziehen. Hallo, Q. Tja. Ich. Congratulations, man. And with such a fine young thing, too. I'm impressed. Natürlich. Ich hätte das niemals ohne dich schaffen können, dass ich zweimal gemeldet habe. Yeah, no shit. Ja. You make a good team, though. Das stimmt. You know, I have to say, I might even be a little jealous. I mean, you've got a ways to go, but you're turning out to be a regular sex machine. Jawohl. It's a shame to let these girls have you all to themselves. Yeah, you know what? Fuck it, I'm in. Gut, jetzt kann man ja auch mit Q daten. Natürlich, ich kann nicht die richtigen Fragen stellen. Na gut, dann mache ich was Langweiliges. Farbe. Pink, Bitch. Wo haben wir uns als erstes getroffen? In der Bar und Lounge. Ganz einfache Fragen. Lola. Wer war denn nochmal Lola? Der ist die Schwarzhaarige. Decent Guy und das ist ein Asshole. Nein, war es nicht. Okay, dann gehe ich einfach weiter, Q, weißt du? Wie gesagt, wer sich mit dem ganzen Thema hier mehr beschäftigt. Ja, weg. Wer sich mit dem ganzen Thema mehr beschäftigen will, kann sicherlich das Internet zur Rate ziehen oder sich das Game einfach selber kaufen. Ist nicht unbedingt das teuerste. Und wer es braucht oder wer mehr sehen will oder für sich selber mal erfahren will, das kann man dann da tun. Ich möchte dich gerne beschenken und zwar mit einer Wasserflasche. Ich hoffe, da ist noch Wasser drin. Ja, ich möchte dir damit sagen, dass es ein ungewöhnliches Geschenk ist. Was haben wir denn hier? Nicht nur natürlich die Panties, sondern auch Talent brauchen wir nicht. Talent haben wir genug. Was mit Kindern? Sie bringen das Richtige in mein Leben. Was auch immer, ich lüge euch jetzt noch den Rest an und dann können wir noch ein bisschen, können wir ja als Nächsten machen. Vielleicht kommen wir gar nicht mehr auf irgendwas. Wir versuchen es mal. Jahreszeit? Sommer. Okay. Wir haben jetzt schon Mittag. Dann können wir ja noch nach der Jessie gehen und dann eventuell nach der Bailey für das Abend- oder Nachtdate. Und dann sind wir hier fertig mit Honey Poop. So ungefähr. Jetzt geht's aber alles sehr schnell. Vielleicht machen wir noch ein bisschen mehr. Mal gucken. Ja? Damit wir die Folge so ein bisschen. Das ist schön für dich. Okay, Jessie Happy. Was ist dein. Gut. Fast. Lichter an beim Dingeling-Ding-Dong machen. Klar, sonst kann ich ja nicht sehen, was ich zensieren muss. Das ist doch wohl klar. Sonst noch was, was du mich fragen möchtest? Ich soll was fragen. Wie viel wiegst du? Gut, haben wir das auch geklärt. Ich möchte mit dir eigentlich nicht mehr daten. Aus verschiedenen Gründen. Vor allen Dingen, weil ich meine Punkte sparen möchte. Auf der anderen Seite könnte man, also wenn man wollte, wir haben das letzte Mal ganz gut geschafft. Ich bin halt nicht sicher, ob wir es wieder so gut hinkriegen werden im Nachtdate. Wir sollten vielleicht erst das rumkriegen, was wir rumkriegen wollen. Da stimmt ihr mir sicherlich zu. Ich kann dir das. Bevor ich Geschenke annehme, will ich was essen. Alter, was ist mit dir? Ja, das ist ja kein Problem. Das haben wir ja schon öfter gehört. Wir haben noch was. Und zwar, die Romanze während eines Dates wird erhöht. Das ist gut, weil das brauchen wir gleich. Auf jeden Fall definitiv für Bailey. Nochmal die Brille richten und dann schauen wir mal. Nämlich die Romanze werden wir auf definitiv jetzt brauchen. Dann ab in den Park und wieder mal knick-knack. Das ist das. Ich hoffe, ich habe die Bettwäsche gewechselt in meinem Liebesloch, in meiner Liebeshöhle. Denn wir brauchen definitiv
Frische Wäsche. Am Anfang war die ein bisschen schüchtern. Am Anfang. Und jetzt scheint sie fucking Sex förmlich auszustrahlen. Wir kaufen ihr natürlich das Teure. Was ist das denn für... Was ist das für eine Frage? Ja, ich hab so viel Geld vor allen Dingen. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich bin überwältigt von... Das kriegen wir hier. Flirtation. Aber wir brauchen, glaube ich, bei Bailey Romanze. Und sie mag Flirtation nicht. Gut zu wissen. Dann machen wir auf jeden Fall das rein. Und wir brauchen nicht die... Eventuell brauchen wir nicht den Pinguin. Obwohl doch auch. Wir brauchen eventuell nicht die Katze. Weil wir ja mit diesen beiden das aktivieren wollen. Und das sollte relativ fix gehen. Wir müssen sie... Noch was übrigens. Wir müssen sie auf jeden Fall betrunken machen. Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich... Wein mag sie am liebsten, okay? Fangen wir doch damit mal an. Wein. Cocktail, Martini, Mojito, Wein. Wein. Hier, nimm. Junge! Soll ich dich noch ein bisschen vollquatschen vorher? Ich möchte gerne wissen, was... Wie groß du bist? Wissen wir schon. Na komm! Was würdest du mit dem Portemonnaie machen? Natürlich reinschauen, um zu wissen, wenigstens zurückbringen soll. Ganz klar. Warum trinkst du denn nichts? Ich hatte gedacht, wir haben jetzt einen schönen Abend zusammen und dazu gehört auch, dass du was trinkst! Trink jetzt was! Trink das! Nein? Okay. Dann geht's einfach ohne Alkohol. Wenn du meinst, dann lass ich auch das Licht dich an. So einfach ist es nämlich. Ich muss mich unbedingt daran erinnern, die ganzen Sachen zu zensieren. Vielleicht auch die Sachen, die ich sage, dann wird es doppelt verwirrt. Okay. Sie mag auf jeden Fall Romanze. Dann fangen wir mal an, Sir, mit vor allen Dingen dem hier. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste im Moment, was uns passieren muss. Wir brauchen diese Schuhe. Oh nein, wir brauchen eigentlich das. Was erzähle ich denn für einen Scheiß? Warum hält mich denn keiner auf von sowas? Man, das war voll total scheiße jetzt. Okay, wir können aber... Wir können alles noch richten. Wir brauchen das. Nein, das ist genau das Richtige. Vertrau mir. Und dann... Hier haben wir schon ein dickes Problem. Entweder ich löse es jetzt auf... Ja, weil es im Weg war. Und jetzt haben wir die besten Chancen, ein tolles Date miteinander zu verbringen. Vorher war es etwas schwieriger. Ja, so nennt man mich Mr. Excellent. Mr. Excellent und gut bei dem, was er tut. Was haben wir hier noch? Wir haben da drei. Besser als keine. Natürlich auch wieder Passion für mein Passion-Level. Was ich am... Oh ja, das... Das war richtig gut. Das war nice. Bräuchten wir da noch irgendwie eine Glocke, wäre gut. Ja, hier der Mond ist natürlich auch nicht schlecht. Was können wir machen? Können wir das Passion Level... Wir können das Passion Level noch weiter hochziehen. Für jedes... ein Passion Level für jede zwei Dinger. Kann man natürlich machen. Ich würde gerne richtig gute Kombos machen. Aber es scheint gerade so ein bisschen verwehrt sich mir dieser Wunsch. Ja, ich habe versucht, es nicht zu tun, aber anscheinend wollte das Spiel, dass ich das tue. Ich war mir auch nicht im Klaren, was passiert. Es ging alles so schnell. Wir machen erstmal Ohrringe. 2, 4. Oh, das ist ein paar. Am besten gar nichts. Ich sag nämlich auch nichts mehr. Die ganze Sache ist gerade ein bisschen am Ausarten. So, wir machen jetzt erstmal das Passion-Level wieder runter. Boom. Damit haben wir schon mal eine ganze Menge. Jetzt haben wir natürlich wieder kein Sentiment. Das ist alles scheiße. Aber wir kriegen das schon hin. Wir haben das vorher auch hingekriegt. Wir kriegen das jetzt auch hin. Wir haben noch zwei Moves. Fuck a duck. Also wir könnten jetzt... Wir müssen das machen.
Ja, es ist wirklich lovely und es ist arschknapp. Okay. Wenn ich das mache, ist scheiße. Nee. Nein. Nee. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir so schnell wie möglich. Ach gut, das können wir machen. Dann können wir das hier machen. Dann können wir wenigstens das machen. Und das machen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Außer, dass wir nur noch 3 Züge haben, um das zu tun, was wir tun wollen. Ah, das wird sowas von nichts, Alter. Scheiße. Wieder ein Zug. Immer kurz vorm Knapp mit dem Rücken zur Wand bin ich immer der Beste. Wir müssen noch 200 Punkte machen. Das ist nichts. Das ist nicht zu schaffen. 3 Züge haben wir aber. Moment. Oh. Hier ein runter wäre gut. Das sind zu viele runter. Oder das hier 3 runter. Das kriegen wir so ein runter. Das ist zu krass einfach. Dann fällt das einfach bis ganz nach unten. Das ist nicht das Richtige. Wir müssen es 3 runterkriegen. Also den hier theoretisch nach da. Also 2 runter. Oder den einen runter. Wir haben noch 2 Züge. Wenn wir es jetzt nicht packen, können wir natürlich auch so machen für maximal gar nichts. Wir können das schieben. Ah, ich bin dumm. Nein. Oh, fuck me. Ach nee, wir haben noch eine. Wir haben noch eine. Eine haben wir noch. Einen Versuch haben wir noch, um alles richtig zu machen. Es fliegt 2 runter. Das heißt, das Ganze würde hier stoppen. Passt nicht. so nah und doch so fern. Was kann ich machen, um es zu verdienen? Scheiße. Das muss runter. Irgendwie. Was ich hier mache, das glaubt mir fucking keiner. Es ist mega arschknapp. Wir machen jetzt das. Weil wir eh keine andere Wahl haben. Okay. Wir haben jetzt noch einen einzigen Zug. Und der muss sowas von sitzen. Ich wünschte, ich hätte hier einen Mond. Ich könnte so machen. Komm. No risk, no fun. Baby. Fuck me, Alter. No worries. Perhaps tomorrow will be a brighter day. So über. Oh nein. Ja. Ja. Boah, du hättest was trinken sollen. Naja. Nun. Was ist dein letzter Name? Patel. Oh. Nein? Naja. deine Lieblingsfarbe. Alles klar. Was ist dasselbe bei mir selbst? Ich bin Bam. Delicious Handsome. So ist es nämlich. Das ist es. Wir gehen mal weiter. Wir versuchen es am besten nochmal bei ihr, weil. Oh, Entschuldigung. Ich denke mal, das ist der Werdegang. Oder bei Aiko. Oder bei Aiko. Können wir es auch versuchen. Da kann ich jetzt natürlich nicht drüber abstimmen. Aber ich denke mal, bei Bailey haben wir es jetzt verkackt. Jetzt Aiko nehmen? Nein, wir nehmen Bailey. Wir nehmen die. Ich weiß nicht warum, aber. Gonna be a tired kind of day. Gut, wenn du das möchtest, kann dieser Tag gerne. Ich hoffe, wir waren nicht schon bei ihr. Aber ich denke nicht. Are you serious? Thank you so much. Kein Problem, ich bin mehr als nur serious. Ich bin serious, dieses Ding zu schlagen. Okay, toll. Das ist alles Kacke. Die sind auch Kacke. Die sind besser. Plus 3 Sentiment. Warum mache ich sowas eigentlich? Das ist alles
Von vornherein hätte ich das so machen sollen. Dein Lieblingshobby? Cheerleading. Okay. Du bist mit der... Du bist gerade im College. So sieht es nämlich aus. Und du heißt mit Nachnamen... Weiß ich nicht. Dann ist dein Geburtstag. Hatten wir schon. Weiter. Next. Speed Dating jetzt. Bis es wieder Nacht wird, können wir mal eben so durchgehen. Q. Zack. Tschüss, Tiffany. Wir müssen jetzt dieses Ziel... Das ist das letzte Ziel, was ich haben will. Ich möchte nur mal eben einmal zeigen, wie verdorben die Seele Ustres ist. Kannst du bitte aufhören, in der Unterhose rumzulaufen? Das würde ohne Ende cracken. Ich möchte dir diesen Fächer schenken. Yes. Yes. Shower me with gifts. Alles klar. Consume all the power tokens on the grid. Power tokens, power tokens, power tokens. Ja, das ist scheiße. Der Ring mag... Ich mag diesen Ring nicht. So viele Power Tokens kann ich gar nicht machen. Und damit sich so etwas lohnen würde. Wir wissen, Romanze braucht sie. Die... Rot. Du hattest ein rotes irgendwas an. Jesse? Ja, okay. Das... Ich muss aggressiv sein. Ja, war es das? Gut, wie gesagt, hatten wir schon mit der Farbe. Ich weiß, ich wollte Speeddaten, aber ich habe es nicht gekriegt. So, wir müssen jetzt nochmal in die Trades gucken. Der beste Trade wäre natürlich hier Romance, weil das, da wollen wir ja hin. Gut, zu essen kriegst du nichts mehr. Auf zur nächsten. Wir gehen nach Momo. Tschüss, Fee. Keine Zeit für dich. Hier muss man klare Prioritäten setzen. Und hier wird schön in der Reihe genagelt. Und die habe ich mir selber vorgestellt. Andre mit A, Bailey mit B. Alphabet bumsen heute. Manchmal sollte ich mein Gehirn erst anschalten, bevor ich was sage. Egal, umso lustiger wird's. Ich kann dir wieder diesen Spaß kaufen. Bitteschön. Kein Ding und so. Also ich habe Folgendes gekriegt. Gut. Ja, das ist echt. Das ist natürlich geil, weil mit dem Sentiment zusammen das natürlich auch wieder eine gute Kombination gibt. Aber das ist halt das, worum es beim Date eigentlich geht, zumindest bei dem, was ich vorhabe. Wir gehen einfach mal auf Romance, weil das ist... Warum? War das gerade, okay, diesen Batistenhut verstehe ich ja noch, aber war das gerade eine fucking Ziehharmonika? Warum sollte das romantisch sein, eine Ziehharmonika zu spielen? Und eine Quetsche, manche nennen das ja immer anders. Wie groß bist du? Wann ist dein Geburtstag? Wo kommst du her? Sie ist... verängstigt. So, alles klar. Wir haben wieder eine Menge über Katzen gelernt. Auf Wiedersehen und wir gehen direkt nochmal. Wir machen das jetzt! Bailey, heute ist der Tag und du willst auch was trinken. Ich habe so viel Du musst was trinken, Bailey. Ehrlich, das lockert das Ganze auf und dann wirst du nicht so böse sein, weil das Date nicht klappt. Können wir trotzdem auf ein anderes Date gehen. So. Wow. I didn't expect to run into anybody here. Ja, ich habe mein girly GPS. Also trink jetzt was. Was ist denn los mit dir? Hier, ich schenke dir ein Blatt, das ich auf dem Weg aufgeholt habe. Ja, du trinkst einfach gar nichts, oder? Das ist kacke. Ich hasse dich. Was würde ich ändern? was würde ich an dir ändern? Du bist perfekt? Nein? Okay, das sagt man wohl nicht. Dein favorite hangout place ist der Park. Das war nicht schwer. Auf ins Night Date. Denn, auch wenn du nichts trinken willst, wie gesagt, wir machen das wie beim Alphabet, von A nach B, und heute klappt das. Und wenn das nicht klappt, dann bin ich traurig und es ist trotzdem die letzte Folge. So ungefähr. Du bist schon voll dabei. So.
kein guter Start. Ich meine das ernst. Das ist kein guter Start. Es sollte viel mehr Sentiment so liegen, dass man auch da dran kommt. Aber wir machen uns das schon. Wir brauchen erstmal die Schuhe, klar. Vierer-Matches bauen jetzt also Sentiment auf. Und gar nicht wenig, deswegen versuchen wir da hingehen, noch mehr zu machen. Wir haben hier, geht so. Wir haben da, das geht so. Wir machen erstmal den. Das. Und versuchen irgendwie noch ein Vierer-Match hinzukriegen. Fragt sich natürlich wie. Ich habe eine Idee und zwar so. Dann machen wir das. Denn wir brauchen davon auch mehr als nur ein paar. Und dann gehen die Dinge ihren Lauf. Also schnall dich an und gleich wird nämlich hart gedatet. Oh, wieder vier. Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Das ist ja schon mal alles nicht schlecht. Hier sind eine ganze Menge davon. Irgendwie einen roten noch nach unten kriegen wir jetzt. Perfekto Mondo. Oder nach oben in dem Fall. Aber ich sehe gerade keinen Weg, dies zu tun. Aber es wäre trotzdem schön. Können wir irgendwas machen? Wir können schon mal das Passion Level weiter erhöhen. 2, 4, 6. Oh, das ist eine ganze Menge. Können wir nämlich als nächstes die Kette benutzen, wenn es denn soweit ist. Und solange überlege ich mir, wie wir da einen roten nach unten kriegen. Ah, scheiße auch, das mache ich nicht. Da fangen nämlich schon die Probleme an, ihr habt es gerade gesehen. Es wird langsam... Oh, das ist auch nicht... Ja, hier gehen schon einige Sachen gerade. Hier könnte man eine ziemlich große Combo machen. Trotzdem habe ich ein Problem, dass da unten relativ schlecht aussieht. Wir könnten mal eben so machen. Da riskieren wir wenigstens nichts. Den Vierer jetzt mal ausgenommen. Was war das? Alter, waren das viele Punkte. Ich weiß nicht, was ich gerade tue, aber ich scheine ein Dating-Magier zu sein. Hat einfach so geklappt. Bumm! Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall geht es jetzt ins Bad. Ich hatte ja einen Tag Zeit, mal... was? Könntest du dich bitte klar ausdrücken? Bei Andre war es so einfach. Bei dir ist so, wir könnten ja noch auf einen Kaffee und ein Dessert zu dir gehen. Darum geht's doch, oder nicht? Get down to it. Dip down. Get down. Get down. Get down, baby. Get down. Okay, jetzt geht's wieder ab. Oh, Mann. Wie auch schon bei Andre kann ich jetzt nichts weiter sagen, außer... Alter, beruhig dich. Es ist alles in Ordnung. Wir versuchen, dass wir versuchen uns gemeinsam zu therapieren. Ich will der größte Chicks-Terminator in diesem Universum werden und du möchtest wohl oder übel deine Kleidung ausziehen in meiner Gegenwart. Von daher würde ich sagen, alles passt. Alter, es regnet und passt auf ihr ein. Der ganze Honey. Die ganze Honey-Soup ist hier ordentlich am... Fertig. Das ging fix. Da hatte man keine Chance, sich kurz... Alter. Holy shit. Things are getting... Okay. Das war das Date mit Billy. Ich hoffe, Honeypoop hat euch gefallen. Der nächste Morgen, eben noch an der Panty geschnüffelt und dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Wenn euch Honeypoop gefallen hat, lasst trotzdem einen Daumen da, schaut nach anderen Projekten im Sendeplan und ja, meine Karriere als Dating und ich sag jetzt mal Schnipsen Terminator ist in diesem Spiel wohl vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die vielen Tipps. Bis zum nächsten Mal. Ciao.